Okay. So, die Sportvereinigung Feuerbach möchte recht herzlich hier zur Auslosung für den internationalen Sportshop Anton Cup, das Turnier, das bereits seit 11 Jahren stattfindet, unter Leitung unter anderem von Chris Dulmitsch, unser Hauptsponsor, in diesem Laden, wie wir uns auch nun befinden, die Auslosung durchführen. Wir freuen uns ganz, ganz arg, dass Christian Molinaro vom VfB Stuttgart Zeit gefunden hat, uns hier mit zu unterstützen. Genauso der Manager von Cristiano. Das wäre schön. Vielleicht Richie. Gerne jemand. Ja, kommt doch. Wir starten mit der Auslosung. Wir haben 6 Lostöpfe. Der letzte Lostopf ist bereits gesetzt worden, da es nur Qualifikanten und die Sportvereinigung Feuerbach sind. Die wurden bereits gesetzt. Alle anderen werden wir entsprechend auslosen. Wir fangen an mit dem ersten Lostopf mit Stuttgarter Kickers, Atalanta Bergamo, FC Winterthur, FC Aarau, FCS Muno Players, FC Sarreburg, First Vienna FC, Rivella SC Bregenz. So, bitte nach und nach einfach ziehen, wenn möglich nicht pickeln. So, Gruppe A. Gruppe A. Rivella SC Bregenz. Sehr gut. Gruppe B. Gruppe B. FC Aarau. Sehr gut. Einmal Österreich und einmal Schweiz. Ich habe fast wie in der Champions League. Gruppe C. FC Sarreburg. Frankreich. Gruppe D, FCS, Muno Players. Und die Schweiz. Schweiz. Sehr gute Jugendarbeit. Gruppe E, die Sieger. Wir wollen sehen, sehr gute Mannschaft, aber. Mal schauen. Alles möglich. Gruppe G. SV Stuttgart Kickers. Jawohl. Gruppe F. FC Winterthur. Jawohl. Das ist der letzte. Gruppe H. First Vienna FC. Ohne Österreich. Okay, sehr gut. So. Und mit Atalanta schauen wir noch. Ja, aber okay. Sie haben gute Möglichkeiten. Ja, klar. So, wir fangen an mit Lostopf 2. Ich gebe es kurz weiter, lese kurz vor, wer im Lostopf 2 ist. Das ist Golav Fußballer Den Lukavac aus Bosnien. Lukavac ist unser längster Gast hier. Die sind seit Anfang an von diesem Turnier, seit 11 Jahren, jedes Jahr hier. Und nehmen circa eine Reise von 20 Stunden Busfahrt hier in Kauf, um nur hierher zu kommen. 20 Stunden. Dann ist Kolibri Bihać, auch aus Bosnien, SF Sampion, ebenfalls Golav Fußballer Sampion, FC Malaysia, SK Lieschen, VfB Stuttgart, den Verein kennst du ganz gut, glaube ich, die letzten Jahre, TSG 1899 Hoffenheim und FC Ingolstadt 04. Ich Mannschaft. Gruppe A. Kolibri Bihać. Sehr gut. Gruppe B. SF Sampion. Ebenfalls Bosnien. Gruppe C. FC Malaysia. In Montenegro. Gruppe D, FC Ingolstadt 04. Ja. Gruppe E, TSG 1899 Offenheim. So. Würde ich mal für Offenheim spielen? Ich? Sollte das für den VfB 2015 nicht mehr klappen? VfB
So. Gruppe F, SF, Sen. Skola Football Athen, Lukavac. Sehr gut. Gruppe G. Die Zusage? Zweite Titelfavorit. VfB Stuttgart. Endspiel. Sehr gut. Endspielgegner von der Lande. Könnte möglich Gruppe sein. H. SK Lisen. Genau. Tschechien. Sehr gut. Wir machen mit Lostopf 3 weiter. Darfst du gleich geben, Richie. In Lostopf 3 ist SSV Jahn Regensburg, SV Sandhausen, Karlsruhe SC, Spielvereinigung Unterhaching, 1. FC Heidenheim, Kickers Offenbach, TuS Koblenz, VfR Wormatia 08 Worms. Alles Top-Jugendmannschaften. Gruppe A, Karlsruhe SC. Sehr gut. Gruppe B. Spielvereinigung. Spielvereinigung Unterhaching. Danke. Kein Problem, immer wieder gerne. Gruppe C. VfR Worms. Wormatia. Wormatia 08 Worms. Genau. Die sind. Das ist auch sehr, sehr gute Jugendarbeit. Seit Jahren. Das ist in Rheinland-Pfalz neben Kaiserslautern sozusagen das Beste am Verein, was da in der Nähe ist. Gruppe D, Kickers Offenbach. Gruppe E, 1. FC Heidenheim. Genau. Ja, da landet die Gruppe. Atalanta hat schon schwer. Gruppe F, SV Sandhausen. Schauen wir vor, wie in der Champions League. Also, Gruppe wir haben nur keine G. Kugel. Die fehlen. Gruppe E, TuS Koblenz. Exakt. Sehr gut. Nur noch eine. Genau. Und Gruppe H, SSV Jahn Regensburg. Sehr gut. So, jetzt haben wir es auch schon bald geschafft. So, vierte Lostopf. Den vorletzten jetzt zum Ziehen. SV Waldhof Mannheim, SSV Ulm, SSV Reutlingen, TSV Neu-Ulm, FSV Budissa Bautzen. Die sind zum Beispiel zum allerersten Mal da. Das sind aus dem Osten, ein sehr, sehr guter Verein. Dann FV Ravensburg, FC Memmingen, SC Fürstenfeldbruck. Alle anderen sind regelmäßig eigentlich jedes Jahr da. So. Gruppe A, SV Waldhof Mannheim. Gruppe B, TSV Neu-Ulm. Gruppe C, SSV Reutlingen. Gruppe D, FV Ravensburg. Bald kann ich den Großteil aller Deutschen sein. Oh, jetzt kommt Atalanta. Gruppe E, oh, oh. SSV Ulm. Das wird die Hammergruppe. Oh. Atalanta, Hoffenheim, Heidenheim. Ja, mein Heidenheim ist wahrscheinlich. Gruppe F, FC Memmingen. Gruppe G, SC Fisch. Fürstenfeldbruch. War schon ein guter Ansatz. Okay. War zu lang, gut. Zu lang. Mein Italienisch ist viel schlechter, glaub mir. Gruppe H, FSV Budissa Bautzen.
So, dann kommen wir zum letzten Lostopf, zum Ziehen zumindest. In Lostopf 5 sind FSV Waiblingen, Würzburger e.V., SGV Freiberg, Offenburger e.V., FC Eintracht Bamberg, FV Illertissen, SC Feucht, SV Vaihingen. So. Und dann Gruppe, haben wir alle Gruppe A, FC Eintracht Bamberg. Perfekt. Profi ist Profi, oder? Gruppe B, SGV Freiberg. Gruppe C, Würzburger FV. Gruppe D, SV Vaihingen. Atalanta. Atalanta. Oh. Kein einfaches Spiel. Wenn Waiblingen kommt, dann wird es schwer. Kein einfaches Spiel. Gruppe E, SC Feucht. Jawohl. Aber trotzdem kann Atalanta das Turnier noch gewinnen. Es ist schon. Alles möglich. Sehr gut. Gruppe F, FV Illertissen. Jawohl. Gruppe G, FSV Waiblingen. Und der letzte. Der letzte ist Gruppe H, Offenburger FV. So, vielen Dank. Abschließend kurz zur Erklärung.